Servus und willkommen, Leute. Ich bin's, euer Brandy. Wir sind gerade ohnmächtig geworden im Wald und ich denke, ich habe beim Black Screen einen Cut reingesetzt. Hoffe ich zumindest. Jetzt sind wir wieder auf der Prima Vista. Blank verarztet gerade unser kleinen Vivi-Freund. Da kannst du nochmal vom Glück sprechen, dass sie da an dich gefunden hat. Aber keine Sorge, du bist nicht vergiftet. Das Viech hat dir nur seine Sporen eingepflanzt. Wenn die erstmal aufblühen, werden sie dir deine ganze Lebenskraft aussaugen. Werde ich dann sterben? Mach dir mal nichts ins Hemd. Mit diesem Gesöff bringe ich dich mal wieder auf die Beine. Das ist ja ein ekelhafter Geschmack. Ja, es ist nicht alles glänzt, was Gold. Prinzessin, ich werde euch sogleich zu Hilfe eilen. Ich werde euch sogleich zur Hilfe. Was willst du, Bandit? Du gehst schön in das hintere Zimmerchen. Yep. Euch Unterwürdigen ist es also völlig egal, wenn die Prinzessin von irgendwelchen Monstern gefressen wird. Ihr wollt sie einfach ihrem Schicksal überlassen. Du musst dich ausruhen. Yep. Mach dich nicht verrückt wegen der Prinzessin. Überlass alles ruhig dem Chef. Yep. Langsam. Ah, nicht so grob, ey. Leg dich eine Weile aufs Ohr. Yep. Und trink auch deine Medizin. Yep. 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 Diese räudigen Hunde. Wer weiß, welche Qualen die Prinzessin gerade durchstehen muss. Wer kann schon diesem bärtigen Unhold trauen? Ob das wohl wahrhaftig ein Gegengift ist? Diese Farbe und dieser Gestank. Es ist mit Sicherheit ein Gift. Aber ich muss es versuchen, sonst werde ich noch wirklich sterben. Verdammt. Probier's halt einfach mal. Nicht übel. Der steht voll auf. Dieser Bitte kann ich nicht nachkommen. Du hast es doch selbst gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster, Ausgeburten des Nebels, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammengehen. Mag sein, aber was wird dann aus den Verletzten? Die nehmen wir mit. Dann sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns herfallen. Für die Prinzessin tut's mir zwar leid, aber sei es drum. Meine Leute genießen Vorrang. Dreck, verdammter. Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hier bleiben. Und auf eigene Faust irgendetwas unternehmen, gibt's nicht. Eine Frau im Stich lassen, das hätte ich von dir nicht erwartet. Nee, das hätte ich auch nicht erwartet, aber anscheinend. Ja doch. Oh, da haben wir was. Einen Bronzefäustling. Autsch. Ah. Das hat mir wehgetan. So, wo geht's denn da lang? Da lang geht's raus, oder? Jawohl. So, Active Time Event. Ich breche hier aus. Was ist das denn für eins? Was ist das wohl? Es ist doch ein leichtes, aus so einer kleinen Kammer auszubrechen. Raus, lasst mich sofort hier raus. Manu. Bin ich etwa noch nicht völlig entgiftet? Oh, Scheiße, ey. Motherfuck, ey. Shit, Wayne, man. Oh, man, das ist so lang. Hä? Was ist denn das? Eine Puppe? Prinzessin Garnet? 15 Jahre alt? Welch Schande, einer solch hässlichen Puppe den Namen der Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Und überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffelt aus? Dazu will ich jetzt einfach mal keinen Kommentar abgeben als Junge, okay? Alleingelassen. Wer könnte das sein? Ach, die ist noch in Alexandria oder was? Wo sind denn alle? Was soll ich dir jetzt machen? Ja. Das tut mir jetzt leid, mein kleiner Schatz. Oh, das kann doch nur der Zinner sein. Uff. Du, irgendwo müsste es doch sein, Zifix. So, so. Sie ist einfach nicht
finden, Zifix. Wo ist noch mein geliebte Garnet-Puppen, Zifix? Ohne die kann ich nachts nicht gut schlafen, Zifix. Seine Puppe, oh Gott, nein. Saugeil. Sie wird doch nicht vom Feuer verschlungen worden sein. Nee, war sie nicht da. Die ist bei Steiner und der griffelt sie jetzt auch gerade ab wie du. So, da hinten hätten wir ein Trüchen. Was wir aufmachen. Ein Armreif. Nach dem Wohlbefinden von Vivi fragen. Wäre der nächste Schritt, nachdem wir dieses Ding hier aufgemacht haben. Und da drin ist ein Äther. Und auf dem hier. Oh, was haben wir denn hier? Ah, jetzt. Zack. Nee. Zack. 116 Agility. Einfach klauen von seinen Kompagnons. Jetzt. Jetzt. Vivi. Wie geht's dir? Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu denken. Wir wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Für einen kleinen Mann scheinst du mir aber geübt im Umgang der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an, sondern aufs große Herz und den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Tut mir leid, dass das Mädchen wegen mir... Ach was, das war ja nicht deine Schuld. Überlass nur alles Sidan hier. Ihr rettet sie aber bestimmt, ja, Herr Sidan? Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Sidan, okay? Ja, okay, Sidan. Kannst du noch was sagen? Weißt du schon, wie du es retten könntest? Nee, noch nicht ganz, aber wir werden es gleich erfahren, denke ich mal. Upsi. Der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihm zwar versprochen, Garnet zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Das stimmt allerdings. So, und jetzt, wenn der Weißbildschirm nicht bald weg ist, habe ich Angst. Ach nee, er ist noch nicht da. Oh, süß. Nein, als ich ihr begegnete, da war noch ein anderes Gefühl. Da war noch ein anderes, ja. Eine schicksalhafte Begegnung? Ach, Quatsch. Das kann doch nicht sein. Andererseits, warum nicht? Warum nicht? Ja, warum wohl nicht? Weil es alles, ich weiß es nicht, einfach Zufall und so. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ich krieg sie auch nicht aus meinem Kopf. Auf jeden Fall retten gehen. Wir sind ja Gentlemen, na logisch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Du lernst wohl auch nie dazu, was? Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich werde Prinzessin Garnet retten gehen. Und die alte Rosttaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Und außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Ach, erzähl mir was Neues. Naja, du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Nun geh schon und regel die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Yes, Baby. Yes, 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 yes. Wo geht's denn jetzt lang? Wir gehen mal da lang. Ist das hier? Was haben wir denn hier alles? Haben wir noch was zum Nehmen hier? Genau, daran erinnere ich mich noch. Die Truhe hier unten im Eck. Da ist ein Ätherversteck. Hier noch was? Vielleicht? Nee, irgendwie nicht. Hier? Nee, hier haben wir auch nichts. Den nervenden Alten aus Alexandria haben wir in die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er sein verdächtiges Grunzen von sich, aber ansonsten verhält er sich ruhig und so. Na gut, gehen wir mal da runter. Und... Oh,
Hier liegen sie schon alle ganz am Boden verstreut und ein Latex. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Was soll man denn da anlegen? Kann der was benutzen, diesen Latex-Helm? Nee, kann er nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Geld und Leben, Geld und Leben, Geld und Leben. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein paar Kämpfe machen müssen. Haben wir noch Leben gehabt? Voll aufgefüllt, Free Refill gehabt und so. Oh, das war nicht. Ich bin so blöd. Da will ich gar nicht hin, sondern ich wollte eigentlich da oben hin. Weil da war doch noch was zum. Ach nee, das war gar. Ich dachte, das war eine Truhe. So, was haben wir denn hier? Ach, da haben wir echt eine Truhe. Ein Lederhut haben wir jetzt hier. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Wir sind jetzt, gehen wir mal da rein. Ah, ha, ha. Achi. Hab dich schon erwartet. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Du gehst sie also doch retten. Ich habe ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit ihr durchziehe. Na, nach deinen Beweggründen habe ich doch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du dich verguckt hast. Das ist doch schon ein tief triftiger Grund. Und, bist du bereit? Die Gesetze der Tantalus sind streng. Bei dir mache ich da keine Ausnahme. Ich weiß. Gut, wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum nebenan stellen. Ach, jetzt gibt's hier einen Kampf oder was? Okay. Potion. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen rüber. Sind wir bereit? Yes. Lass uns anfangen. Ich kenne keine Gnade. Das war jetzt wichtig. Also. Ja, egal. So. Wir kämpfen jetzt. In diesem Kampf wird's richtig ernst, habe ich das Gefühl. Klauen wir mal. Oh. Ah. Falchion geklaut. Boah, das sieht gut aus. Das hört sich gut an. Wir werden jetzt erstmal alles klauen, was wir klauen können. Und nach diesem Kampf werde ich einen Cut machen. Und zack. Voll in die Fresse bekommen. Und wir klauen eine High Potion. Eine High Potion. Also wir ziehen dem Chef schon alles aus seiner Tasche. Wir haben ihn schon insgesamt 5 Dinge geklaut oder so. Er kriegt voll auf die Fresse jetzt. Zack. Und ein habe nichts. Alles klärchen. Das heißt, ab jetzt geht's dem Chef richtig an den Kragen. Kommen wir jetzt ohne Gnade drauf. Ohne Gnade. Wir werden richtig durchziehen. Okay? Richtig. Vollidiot. Fällt dann einfach auf die Schnauze. Zack. Das kitzelt ja richtig. 80 KP abgezogen. Kitzelt. Wenn du mir 80 KP abziehen würdest, würde ich nicht sagen, dass es kitzelt. Es tut dann schon richtig weh, weil ich dann rot wäre. Ha! 30, noch 2 Angriffe ungefähr und dann müsst ihr uns heilen. So rettest du die Prinzessin nie. Fast 100 haben wir abgezogen. So viel KP haben wir nicht mal mehr übrig, deswegen. Weiß ich nicht, woher er das hat. Na, jetzt hau halt rein. Jetzt, hier hast du nochmal. 92, 180 haben wir insgesamt abgezogen. Die Runde geht an dich, Sidan. Die Runde geht an dich. Ja. Ich bin auch the strongest. My name is Brandy. Oha. Gar nicht schlecht. Das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Wenigstens ein bisschen Rücksicht hättest du ja nehmen können. Aua. Haben wir da noch was, was wir nehmen könnten? Bevor wir nämlich gehen,
Ist da noch was? Ich glaube, da geht's nur raus aus dem Schiff, oder? Jawohl. Dies brauchen wir nicht. Dies brauchen wir nicht. So. Wie angesagt, werde ich jetzt hier einen kleinen Cut machen, meine Friends. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.